Jedoch sind gerade die ungezielten Einsätze und die ständige Vorbereitung auf den Ernstfall durch intensive Übungen und Schulungen jene markanten Meilensteine in der kontinuierlichen Aufwärtsentwicklung dieser Wehr, welche nicht nur für die Erfolge bestimmend, sondern für die Feuerwehrmänner zu allen Zeiten eine Herausforderung und Verpflichtung zugleich waren. Wir müssen dazu bauen, wir müssen umbauen, es entspricht nicht mehr dem heutigen Standard. Grund dafür war, dass wir vorher ein neues Fahrzeug bekommen hatten. Das heißt, eines gab den anderen die Hand. Und wir hatten außerdem das Problem, dass wir ja Schul- und Kindergartenbau vor uns hatten und somit nicht genau wussten, wie wird es weitergehen, wie geht es finanziell aus, wie wird es funktionieren. Und nicht zuletzt vor allem für die Jugend immer Vorbild und Beispiel war. Seit der Zeit der Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Ringelsdorf vor 100 Jahren hat sich der Aufgabenbereich der Feuerwehren durch Industrialisierung und Technisierung ständig gewandelt und wurden damit nicht nur viele neue Möglichkeiten eröffnet, sondern auch neue Gefahren geschaffen. Die stets steigende Anzahl der technischen Einsätze zeigt, wie sehr die zu bewältigenden Aufgaben schwieriger, differenzierter und umfangreicher geworden sind und wie sehr sich das Schwergewicht der Tätigkeiten von einer reinen Brandbekämpfung zu einer umfassenden. Ja, nur Kunde. Das Verdienstzeichen dritter Klasse des Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes erhalten. Oberlöschmeister Albert Pfundner, Freiwillige Feuerwehr Hohenau. Der Hannes Briwitzer, Feuerwehr Ringelsdorf. Franz und Marie.